Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Raphael Let's Play. Und zwar werden wir nämlich heute einmal die neue Season 7 vorstellen, beziehungsweise die gibt es jetzt schon seit ungefähr jetzt schon 3 Wochen. Und auch wenn sie jetzt für viele nicht neu ist, sie ist relativ neu. Und die werden wir uns jetzt gleich anschauen. Und zwar auch wenn ich sie jetzt kenne, vielleicht kennt ihr die nicht. Und dann könnt ihr sie mir anschauen. Dann, let's go. Dann bis gleich. Bis gleich. Ihr könnt es schon sehen. Bereits hier gibt es nämlich eine Erweiterung. Nämlich da bei dem braunen Ding. Da wo Downtown, Schwarzmarkt und Hafen ist. Sanatorium, Kalte Au. Skiort, Hitze. Die wurden nämlich erweitert. Es wurden nämlich genau 7 Orte jetzt wahrscheinlich erweitert. Jetzt, wenn man da jetzt schon zoomen würde, dann sieht man da schon echt eine gute Veränderung. Halt, aber die Städte, die sind eigentlich noch wie immer gleich geblieben. Oh. Ich muss ja noch die Diener, nämlich noch, zehn Kills machen. Also ich brauche ja nur noch 4, weil ich hier schon 6 gemacht habe. Bereits. Und, ja, da sind wir doch. Mann. So, und jetzt fliegen wir ab in ein Restaurant und dann geht's gleich weiter. So. Oh, da ist ja schon einer. Ich muss aufpassen. Mann. Da ist mir hinter mir noch ein Gegner. Ein G-Corn. Oh, die ist gut. Die brauche ich. Im Notfall kann ich sie benutzen. Ich muss aufpassen. Muss ich ja mich taktisch überlegen. Oh mein Gott. Headshots waren das gerade eben gewesen. Das war nicht normal. Ich krieg die sonst nie hin. Aber wenn ich mich bücke, Digga, dann sieht er mich eigentlich kaum. Also immer schön taktisch überlegen halt. Besonders wegen den Skins und so. Muss man halt echt aufpassen. Wenn man einmal schon geflohen ist von denen, schon vor einigen, weil Skins haben nämlich wahrscheinlich Vorteile, ein bisschen. Deswegen muss man halt auch ein bisschen mehr aufpassen als früher. Also ist das jetzt nicht so wie früher, damals, noch, da wo es das noch nicht gab. Jetzt muss man richtig aufpassen halt. Und ja, muss halt auch echt gut taktisch überlegen. Also, ich werde auch bald ein neues Outro leaken, beziehungsweise ich werde ein neues Outro machen. Das wird demnächst also für mich rauskommen. Also das gibt es ja schon bereits. Das wurde vor 2 Jahren so circa erstellt. Halt, das will ich jetzt nicht sagen, weil ich möchte das jetzt halt nicht verraten. Gerne. Weil es soll ja auch halt als Überraschung darstellen. Und ich habe es ja nicht umsonst gemacht. Und nämlich was es nämlich auch neu gibt, ist nämlich bei der Season 7, nämlich hier bei den Kartenfeatures, nämlich gibt es da für die hohe Stufe, also ich gehe jetzt nicht so gerne auf hohe Stufe, wahrscheinlich ist man dann ein bisschen auf einem höheren Level, oder beziehungsweise, dass die Skins das haben können, ich bin mir nicht so sicher. Na okay, ich bin jetzt gerade in der Ecke von der hohen Stufe, da sieht man es auch schon, ein heftiger Fight. Ich will jetzt nur mal kurz reinschauen. Oh. Das darf ich ja nicht vergessen im Diener. Einen hatte ich ja schon gekillt. Stimmt. Dann muss ich ja nur noch... Dings. Okay, da ist schon einer. Oh mein Gott, ich hab ihn. Ich hab ihn. So. Blutstiller und noch so anderes Zeug, was ich hier brauche. Ist echt sehr wichtig. Nicht vergessen. Mein Gott. Aber ich finde irgendwie halt auch seitdem Fortnite bei mir richtig buggt, mag ich Call of Duty irgendwie ein bisschen mehr halt. Und ich hoffe, dass auch mit den Skin-Vorteilen ist halt auch weg. Weil es halt auch echt ein bisschen furchtbar ist. Halt, beziehungsweise es halt nicht wirklich so gewöhnungsbedürftig ist. Halt jetzt wirklich mit
mit Skins oder so, mit Vorteilen hier jetzt damit anzugeben. Halt, zwar auch, wenn ich jetzt angeben mit meinen Tänzen oder mit den Siegestänzen, meistens bin ich aber nicht unfair und trage mir jetzt zum Beispiel jetzt nicht sowas. Halt, bei mir war das ja halt auch so passiert, dass ich halt, als ich immer so von Skins gekillt wurde, dass ich sie halt nicht selber gut killen konnte. Ich habe halt auf die auch die ganze Zeit drauf geschossen. Also es war schon ein bisschen lange her. Es war so zwischen Season 5 und Season 6. Da konnte ich mir nämlich kaum Wins holen. Nämlich da ich nämlich jetzt nicht Dings einen Fehler gemacht hatte, sondern es einfach selber Fehler gab in Call of Duty Mobile, die mich total schockiert haben. Weil im Spiel gibt es doch eigentlich selber keine Fehler. Ich hoffe, ich werde nicht gekillt. Ja. Aber ich hoffe, es geht alles. Okay, hier ist keiner. Da bin ich mir schon mal sicher. Oh, hier gibt's noch was. Adrenalin, sehr wichtig. Immer schön eine 50 Leben aufpumpen, da wird man meistens nicht abgeschossen. Aber diese Fehler, die es ja gab früher, die waren ganz schön hartnäckig für mich und echt nicht selber zu erklären. Manchmal hatte ich mich auch ein bisschen aufgeregt, weil das halt schon jedes Mal im Battle Royale so war. Deswegen wollte ich mir schon eine neue Taktik schon überlegen, wie ich denn jetzt Battle Royale mir jetzt anlegen könnte. Weil das sonst ja halt keinen Spaß mehr macht. Also ehrlich. So. Also ich hoffe, ihr könnt mich hören. Also wenn nicht, dann schreibt es mir einfach unten in die Kommentare, was ich besser machen könnte. Dann könnte ich dann wäre das echt für euch. Für euch, aber auch für mich halt echt hilfreich. Weil dann könnte ich dann halt nämlich dann mehr so welche guten Videos oder bessere machen. Aber das Spiel bleibt das gleiche. Wie bei mir. Nur ich werde nämlich ja ein neues Outro leaken. Ich weiß nicht, ob es schon in diesem Video vorkommt. Aber es sollte bald vorkommen. Da ich nämlich schon heute schon nämlich schon das Video schon über meinen Computer schon gemacht habe. Halt, das will ich jetzt halt nicht sagen. Halt keiner die Idee klaut. Halt. Es ist so ein ähnliches, wie es auch ein anderer YouTuber hat, nur es hat halt eine andere Musik und halt einen anderen Klang. Halt relativ. Und ja. Da. Und das ist halt auch echt eine spannende Musik, die man gerne hört. Halt. Aber ich bin froh, dass die Fehler behoben sind. Weil es gab ja nämlich auch, nämlich da, wo nämlich auch bei der Season 7 ja auch so drauf stand, dass es auch so ein paar Fehler gab. Beziehungsweise, dass es ja auch die sich entschuldigt haben, dass sie das dann auch nicht beheben konnten. Also beziehungsweise die das auch nicht konnten, da nämlich Corona-Zeit war. Und dann nämlich links etc. Aber so. Oh, wichtig. Adrenalin. Immer wichtig. Hoffe ich. So. Zurück zum Wagen. Oh, ich hab noch was vergessen. Und? Okay, da war keiner. Und, ja, wahrscheinlich werde ich die jetzt nicht in die noch schaffen, aber dann habe ich zumindest noch einen Kill gemacht. Da hinten fliegt ja schon Heli rum. Man kann nur bei den Seilrutschen die dann auch am Anfang halt auch benutzen. Also am Anfang der Seilrutsche und auch am Ende kann man sich da gleiten lassen. Aber sonst geht das nicht. Man kann zum Beispiel nicht in der Mitte hochsteigen. Geht sogar bei mir nicht. Geht nur hier am Anfang. Und das war eigentlich fast
alles gleich gegeben, bis auf die Erweiterung. Und die macht halt echt mega Spaß. Also muss ich ehrlich sagen. Echt eine tolle Aktion. So. Aber die Lootbox waren ja auch gleich gewesen. Nämlich werde ich wahrscheinlich eine Kanalveränderung machen, beziehungsweise ich werde halt meinen Kanal verändern. Und halt meinen Kanal auf meinen Spielernamen dann umsetzen. Also es wird dann heißen, dass... Oh, was war noch? Ich hatte... Schnell gönnen. Nein. Nichts überstürzen. Mann, ich muss sie noch kriegen. Alter, wie viel Aimbot hat er? Oder wie viel Dings hat er denn gehabt? Ich verstehe das irgendwie halt nicht. Alter, das nervt halt auch echt richtig. Also Leute, ihr habt es ja gerade eben gesehen. Halt dieses Licht, das so geblendet hat. Das nervt halt echt mit dem Ding. Halt. Deswegen mag ich das halt auch nicht so gerne. Nächstes nehme ich mir noch eine stärkere Waffe. Also ich verstehe das einfach nicht. Wie der mich einfach ausblenden konnte. Ich kann nichts sehen. Und der hat hier einfach seinen Vorteil. Digga, ist unglaublich. Man kann nichts machen im Battle Royale. Es gibt keine Dings. Aber auch, es begrenzt es mal. Immer muss es das sein, leider. Ja, darüber möchte ich jetzt aber halt auch jetzt nicht labern. Ja, sowieso tue ich ja automatisch verlassen. Ja, aber ich, deswegen kassiere ich auch halt auch eben kaum Wins. Ich sollte eigentlich auch eher Teams spielen, aber da ich nämlich jetzt mal heute Solo mal probieren soll, wollte, na wahrscheinlich geht es dann besser. Aber ihr wisst ja, Kartenveränderung, also Kartenerweiterung ist ja da, sonst ist eigentlich fast alles gleich geblieben. Es gab ja nämlich auch noch so eine Anleitung dazu, die ihr ja wahrscheinlich dann auch am Anfang dann sehen könnt, als wenn es die da noch gibt. Ja, aber ich hoffe, es hat euch mein Video gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like da und ein Abo. Weil dann würde mich das halt auch echt unterstützen. Und danke für die 20 Abonnenten. Das ist echt sehr nett, beziehungsweise auch lieb von euch. Ich küsse eure Augen, beziehungsweise dann halt auch. Ja, und danke halt dafür. Und das war's halt auch mit dem Video. Und ciao. Mit V.